Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema LibreOffice, Ihr erstes Makro. Der erste Schritt, Makroprogrammierung zu erlernen, ist vorhandene Makros zu finden und zu benutzen. Im Folgenden gehen wir davon aus, dass Ihnen ein Quelltext eines Makro vorliegt. Es spielt keine Rolle, ob das Makro aus dem Internet, einer E-Mail oder einem LibreOffice-Dokument stammt. Ein einfaches Makro ist im folgenden Beispiel ausgeführt. Um dieses Makro auszuführen, müssen Sie dieses zunächst in einem sogenannten Modul abspeichern. Module sind wiederum in Bibliotheken zusammengefasst. Bibliotheken werden wiederum in Bibliothekscontainern gespeichert. Zum Erstellen der Bibliothek, die Ihr Makro aufnehmen soll, verfahren Sie wie folgt. Erstens öffnen Sie den Dialog Makro mit Extras, Makros, Makros verwalten, LibreOffice Basic. Zweitens klicken Sie auf Verwalten, um den Dialog Verwalten zu öffnen. Drittens öffnen Sie die Registerkarte Bibliotheken. Viertens wählen Sie den Ort Meine Makros und Dialoge. Dieser Ort sollte voreingestellt sein. Fünftens öffnen Sie durch einen Klick auf Neu den Dialog Neue Bibliothek. Geben Sie einen Bibliotheksnamen ein und klicken Sie auf OK. Neu und zum Beispiel Test 2 bestätigen mit Button OK. Sechstens wählen Sie die Registerkarte Module. Siebtens, in der Modulliste erweitern Sie den Punkt Meine Makros und wählen Test 2. Ein Modul namens Modul 1 existiert bereits und kann Ihr Makro aufnehmen. Sie können aber auch durch Klick auf Neu ein neues Modul in Test 2 erstellen. Achtens, wählen Sie Modul 1 oder das Modul, das Sie neu erstellt haben und öffnen Sie durch Klick auf Bearbeiten die integrierte Entwicklungsumgebung und Bearbeiten. Und hier ist die Entwicklungsumgebung. Neuntens, die IDE ist ein Texteditor für Makros, der Ihnen erlaubt, Makros einzugeben und zu bearbeiten. Kopieren Sie das Makro in die Entwicklungsumgebung. Einfach markieren, dann kopieren und dann hier zum Beispiel eingeben. Steuerung V für eingeben. Beim Anlegen eines neuen Moduls wird automatisch ein leeres, funktionsloses Makro namens Main mit folgender Syntax angelegt: submain und endsub. Fügen Sie Ihr neues Makro entweder vor der Zeile submain oder nach der Zeile endsub ein. Im folgenden Beispiel wurde das neue Makro vor submain eingefügt. Drücken Sie die Taste F5, um das Makro aus dem Modul auszuführen. Und F5. Halt. Die Gänsefüßchen noch ersetzen durch zwei Anführungszeichen und dann nochmal F5 drücken. Und da steht dann auch schon Hallo. Mithilfe des Dialogs LibreOffice Basic Makros, der über dem Menübefehl Extras, Makros, Makros verwalten, LibreOffice Basic aufgerufen wird, können Sie auf jedes beliebige Makro in einem Modul zugreifen und es ausführen. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück!